Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen mein erstes Chakra-Video gemacht und ich war so glücklich, dass euch das so gefallen hat, weil ich finde die Arbeit mit Chakren super spannend und super simpel. Also ihr könnt halt wirklich sehr, sehr einfach, ohne großen Aufwand, mit euren Chakren arbeiten. Und dadurch, mit der Chakra-Arbeit könnt ihr wirklich jeden Lebensbereich bearbeiten und halt super einfach und zum Positiven verändern. Und einige von euch haben sich ein paar weitere Chakra-Videos gewünscht, also mehr Informationen zu den Chakras, zu den Chakren. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, einfach so in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder ein Chakra-Video zu machen und weitere Aspekte vorzustellen. Wenn ihr mein erstes Video noch nicht gesehen habt, solltet ihr das tun. Ich verlinke euch das jetzt. Und dann könnt ihr wieder zu dem Video umschalten, weil heute geht es nochmal so ein bisschen um die Farben der einzelnen Chakren und die Symbole, die ich euch beim letzten Mal schon so ein bisschen klein und flüchtig gezeigt habe. Und heute wollen wir auf das Thema ein bisschen näher eingehen. In weiteren Videos wird es dann zum Beispiel gehen, wie du durch Essen deine Chakren aktivieren und reinigen kannst, durch Edelsteine, durch Geräusche, durch Mudras zum Beispiel. Mudras, heißen die so? Ich glaube ja. Genau. Und heute geht es aber um die Symbole und Farben der Chakren. Und ich habe von Chakmoni diese wunderschönen Ketten bekommen, um sie euch zeigen zu können. Da sind die Symbole natürlich drauf, die tollen Farben. Und deswegen ist das super für dieses Video. Aber starten wir erstmal ganz allgemein. Also jedes Chakra wird ja durch ein Symbol auch bezeichnet. Und diese Symbole sind natürlich einzigartig und sie werden wirklich individuell zu einem Chakra zugeordnet und setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen und unterscheiden sich auch zum Beispiel durch die Anzahl der Lotusblätter, die da drauf zu sehen sind, durch die Grundform natürlich, aber auch durch die Farbe. Und sie stehen aber in Verbindung zu den Eigenschaften und auch den Handlungen des jeweiligen Chakras. Also im ersten Video habe ich euch ja erzählt, wofür jedes Chakra steht. Und darauf beziehen sich halt auch einfach die Symbole. Ein wiederkehrendes Thema in jedem Symbol ist die Lotusblume. Man könnte die Lotusblume auch als Symbol der Chakren ganz allgemein sehen. Und sie symbolisiert einfach die spirituelle Entwicklung, weil ihre Wurzeln, die stecken wirklich ganz, ganz tief und fest in der Erde. Also die sind stark verwurzelt. Das ist was, was ich mir selber für mich persönlich noch wünsche, mehr verwurzelt zu sein. Also die sind tief und fest im Schlamm verwurzelt und sind dadurch halt auch nährend für die Lotusblüte und bilden einfach eine feste Basis. Und jeder von uns kennt ja auch diesen Lotus-Effekt, dass Wasser und Schmutz von den Blättern der Lotusblüte abperlt und dadurch ist die halt immer rein und klar. Und das ist halt, ja, einfach ein wunderschönes Symbol für spirituelle Entwicklung, finde ich. Und dann gibt es halt auf den Chakra-Symbolen natürlich noch verschiedene Formen. Da gibt es zum Beispiel das Quadrat, was eine klare Abgrenzung hat und eine schützende Eigenschaft. Es gibt aber zum Beispiel auch den Kreis, der ja endlos ist, der steht für Vollkommenheit. Der steht aber auch für die Gleichheit oder auch für die Umarmung. Das finde ich halt auch so schön, dann wirklich auch mal die Symbole genau anzuschauen und zu hinterfragen, was sehe ich da eigentlich? Oder was soll dieses Symbol im Hinblick auf das Chakra, für das es steht, eigentlich symbolisieren? Das finde ich halt super, super schön. Im Folgenden würde ich jetzt gerne nochmal auf jedes Chakra eingehen und euch die entsprechende Kette gerne auch von Chakmoni zeigen, weil da halt das Symbol so schön drauf ist. Und wir starten mit dem Wurzelchakra. Das ist dieses hier. Das ist ein super schönes, kraftvolles Rot. Halt euch das mal hier so rein, während ich euch ein bisschen was zum Symbol des Wurzelchakras erzähle. Also wir haben ja ein wunderschönes, kraftvolles Rot und vier Blütenblätter des Lotus sind hier drauf zu sehen. Und das Grundsymbol ist ein Quadrat, was wir ja vorhin schon gehört haben, für Abgrenzung auch steht. Das nächste ist das Sakralchakra und das ist so ein lebensfrohes Orange. Das gefällt mir auch immer wieder super, super gut. Und hier habt ihr als Grundsymbol die Mondsichel, was ich auch super schön finde, da oben. Und sechs
Lotusblätter sind hier zu sehen. Das nächste ist das Solarplexus-Chakra. Das ist dieses hier. Und das ist ein goldenes, warmes Gelb, wie man hier schön sehen kann. Und die Grundform ist hier das Dreieck. Das sieht man auch sehr, sehr, sehr gut. Und 10 Lotusblätter hat man hier zum Beispiel. So, dann können wir weitermachen mit dem Herzchakra. Das Herzchakra ist grün. Das Herzchakra ist grün. So sieht das aus. Und das hat ein Hexagramm. Sieht man auch sehr schön. Und 12 Lotusblütenblätter sieht man hier drauf. Aber ich finde die Symbole so schön. Deswegen mag ich ja die Produkte von Chakmoni auch einfach so gern. Ich liebe die Tassen nach wie vor. Ich benutze eigentlich täglich eine Tasse. Darauf komme ich dann auch nochmal, warum das so gut ist, das auch täglich zu integrieren. Und ich denke, ich werde mir auch eine Kette bestellen. Ich weiß nur noch nicht genau, welche. Eigentlich bräuchte ich ja alle. Also alle Anhänger. Weil man ja quasi mit allen Chakren immer mal wieder arbeiten sollte. Das muss ich mir noch überlegen. Machen wir erstmal weiter mit dem Halschakra. Das war das, was ich vorhin auch schon um hatte, weil das Halschakra ja auch für Kommunikation steht. Und das ist so ein schönes, luftiges Hellblau. Das gefällt mir auch so vom Motiv halt einfach sehr, sehr gut. Und hier ist das Grundsymbol ein Kreis, den ihr da in der Mitte seht. Aber ihr erkennt ja auch Symbole, die wir schon auf anderen gesehen haben. Und hier sind sogar schon mittlerweile 16 Lotusblätter. Dann das Stirnchakra, das gefällt mir auch super, super gut. Das hier ist das Stirnchakra. So. Und das ist so ein schönes Indigo-Blau. Also ein dunkles Blau, was eigentlich nochmal mit einem Hauch Violett durchsetzt ist. Das sieht man hier eigentlich ganz schön. Und hier ist das Symbol eigentlich der 96-blättrige Lotus. Aber man sieht nur 2 Blütenblätter. Und die bilden dann Teil des geflügelten Kreises. Voll schön. Und dann haben wir als letztes unser Kronenchakra. Dieses hier. Moment. So, das Kronenchakra-Symbol. Und das ist violett. Da ist aber auch ein bisschen weiß und gold mit drin. Und da sieht man 1000 Lotusblätter. Super, super schön. Also umso höher man geht in den Chakren, umso größer wird die Anzahl an Lotusblättern. Und hier ist wirklich beim Kronenchakra die gesamte Lotusblüte selbst das Symbol dieses Chakras. Ja, also super, super schön. Also ich liebe die Symbole. Das ist halt einfach auch was Schönes, mit dem man sich umgeben kann, so im Alltag. Zum Beispiel durch die Tassen, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Oder auch das dann halt als Ketten. Und du weißt einfach, indem du die Kette trägst oder diese Tasse halt auf dem Tisch stehen hast, weil du daraus trinkst, dass du deine Chakren aktivierst, deine Chakren reinigst, mit deinen Chakren arbeitest. Das passiert dann wirklich schon ganz unbewusst. Und die Chakra-Farben spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, weil da auch schon, indem ihr euch mit den Farben umgebt, indem ihr sie als Kleidung zum Beispiel tragt. Oder es gibt auch tolle Produkte, auch bei Chakmoni, wo die halt einfach so integriert sind in Alltagsgegenstände, wie Taschen zum Beispiel. Also wirklich diese Chakra-Farben dann auch ganz bewusst und möglichst täglich halt sich einfach vor Augen führen. Macht sie halt am besten, wie zum Beispiel durch die Tassen. Und da ist natürlich dann die Frage, welches Chakra bedarf meiner Aufmerksamkeit? Wie finde ich das raus? Wichtig ist natürlich, dass man nicht ein Jahr lang mit einem Chakra arbeitet, sondern dass man da schon sich mit jedem Chakra mal beschäftigt. Da hatte ich euch im letzten Video schon eine Chakra-Meditation gezeigt, wo ihr einfach durch euren Körper geht und schaut, okay, wo sind denn die Farben der Chakren sehr, sehr stark und wo sind sie eher schwach? Und da, wo sie schwach sind, wisst ihr, okay, da müsst ihr mitarbeiten. Ihr kennt aber auch schon daraus, wofür die Chakren stehen, ja, wo ihr mitarbeiten möchtet. Ne? Wenn ihr in eurer Kommunikation vielleicht ein bisschen schlecht seid, wenn ihr nicht klar sagen könnt, was ihr möchtet, Halschakra. Wenn ihr in eurer Selbstliebe arbeiten möchtet, Herzchakra. Ich muss gleich niesen. Wenn ihr mehr verwurzelt sein wollt, Wurzel. Entschuldigung. Wurzelchakra. Also dann gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten zu erkennen, wie ihr mit welchem Chakra ihr gerade besonders arbeiten solltet. Ich habe aber im Internet auch einen Chakra-Test gefunden und ich habe den auch gemacht
Und ich fand ihn sehr, sehr gut. Da sind ein paar Fragen, die man beantworten muss. Man bekommt dann da eine Auflistung. Und den würde ich euch einfach mal unten in die Infobox verlinken. Der dauert auch nicht lang. Macht den gerne mal. Und bei mir kam dann raus, dass mein Herzchakra geöffnet. Also keins meiner Chakren ist so bombastisch gut. Also es geht halt von plus 100% bis minus 100%. Und ich hatte kein Chakra im Plus. Also ich muss an allen meinen Chakren definitiv noch arbeiten. Mein Herzchakra war eine Null. Das heißt, es ist geöffnet, immerhin. Und alle anderen Chakren hatten wirklich ein Minus davor. Und da würde ich jetzt einfach mal so, es ging dann mit minus 25% los. Das war mein drittes Auge. Das war mein Nabelchakra und auch mein Halschakra. Dann hatte ich, glaube ich, nochmal minus 38%, das war mein Sakralchakra. Und minus 50%, was ja schon echt schlecht sind, sind Kronenchakra und Wurzelchakra. Wie bedeutend. Deswegen muss ich in Zukunft, und das nehme ich mir auch ganz stark vor, ich hatte jetzt die Yoga-Challenge, ne? Ich setze mir immer so gerne Challenges, ihr wisst es. Ich habe es damals mit der Meditations-Challenge gemacht, seitdem meditiere ich jeden Tag. Ich habe es im Oktober mit der Yoga-Challenge gemacht, seitdem mache ich mehrmals die Woche Yoga. Ich brauche einfach so eine Challenge für mich, wo ich sage, ich beschäftige mich einen Monat jeden Tag mit diesem Thema, um das einfach in meinen Alltag besser integrieren zu können. Und dann, um halt auch einfach zu sagen, ich fange jetzt an. Weil man nimmt sich das immer vor, ja, ja, irgendwann mache ich mal Yoga. Ja, ja, alle sagen, Yoga ist toll, ich mache das irgendwann. Irgendwann mache ich mal so einen Kurs oder so. Sowas bringt bei mir nichts, ich muss mir das so setzen als Ziel, diesen Monat, dann fange ich an. Und da möchte ich auch mir mal so eine Chakra-Challenge irgendwie überlegen und die Arbeit an meinen Chakren vermehren. Also im Moment arbeite ich damit, dass ich immer mal wieder eine Chakra-Meditation mache, entweder so, um durch alle Chakren zu gehen oder speziell auf ein Chakra, dass ich, wie gesagt, die Chakmoni-Tassen ja sehr, 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 sehr liebe. Und ich möchte da gerne aber vermehrt dran arbeiten, weil mir das unglaublich viel Spaß macht und unglaublich viel bringt. Und wenn ihr da Bock habt, dass wir da so zusammen eine Challenge machen, dann schreibt das jetzt gerne mal in die Kommentare. Dann überlege ich mir was, wie wir das so irgendwie in der Community machen können, wie wir uns da, also da überlege ich mir halt Aufgaben und was wir dann halt machen können und beschäftigen uns dann wirklich mit den einzelnen Chakren auch dann mehrere Tage lang. Und da hätte ich große Lust drauf, wenn wir das zusammen machen. Ansonsten kann ich euch sagen, ich persönlich mache es auf jeden Fall. Das wird dann auch erst im nächsten Jahr sein. Jetzt so kurz vor Weihnachten hat da niemand Ruhe für. Das wird dann im nächsten Jahr sein, dass ich das für mich persönlich mache. Und jeder, der gerne mitmachen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Schreibt das dann jetzt gerne in die Kommentare, wenn ihr da dabei sein wollt. Dann überlege ich mir was, wie wir das alle zusammen machen können. Und schreibt auch gerne, wenn ihr noch mehr über Chakren erfahren wollt, dann gibt es im nächsten Jahr weitere Chakra-Videos für euch. Ich habe mir jetzt auch zwei tolle Bücher bestellt. Und eben, weil ich mich persönlich auch weiter damit beschäftigen möchte, aber ich möchte auch gerne euch weiter davon erzählen, die Ketten, also diese tollen Kettenanhänger, und dann gibt es halt diese Kette dazu, und das ist auch zu jedem Anhänger noch so eine schöne, nennt man das Passpell oder so? Naja, es sieht jedenfalls schön aus. Von Chakmoni verlinke ich euch mal auch unten in der Infobox. Das ist halt auch eine klasse Sache, um jeden Tag damit arbeiten zu können. Du überlegst halt früh beim Aufstimmen, okay, mit welchem Chakra möchtest du heute arbeiten? Welches Chakra brauchst du heute vielleicht besonders? Vielleicht hast du ein Bewerbungsgespräch, dann wäre Halschakra zum Beispiel auch eine gute Sache zum Beispiel. Und dann wählst du halt entsprechend den Kettenanhänger aus. Das finde ich auch, halt auch cool. Deswegen bin ich mir auch echt am Überlegen, das Kettenset vielleicht noch zu bestellen. Mal schauen, das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall kann ich euch die Tassen sehr ans Herz legen. Also ich benutze die täglich, die sind super, super toll. Vor allen Dingen, weil sie halt auch noch immer so einen schönen Spruch mit dabei haben. Ich hoffe, das heutige Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!